Mit der mittelalterlichen Technik der Klosterarbeit beschäftigt sich Rita Fink schon lange. Wer ihr bei der Arbeit zusieht, merkt schnell, die Frau weiß, was sie tut. Ursprünglich waren es Klosterfrauen, die Reliquien oder Heiligenfiguren auf diese Art verzierten. Heute beherrschen diese Arbeit nur noch sehr wenige Menschen. Bis man da irgendwann sieht, ist einfach schon, ja, braucht man Geduld und Zeit. Und das ist das in der heutigen Zeit, was eigentlich schon viele fehlt. Also ich habe immer wieder so 3-4 Leute im Jahr, die sagen, ah, das möchte ich auch. Und die kommen dann auch mal, also die Grundtechniken von der Klosterarbeit einfach dann schauen. Aber es ist jetzt keine dabei geblieben, weil es einfach dann immer wieder Zeit ausgeht. Rita Fink arbeitet nicht mit Vorlagen, sie entwickelt ihre Ideen selbst. Wie lange es dauert, bis ein Stück fertig ist, variiert je nach Größe und Schwierigkeit. Hier entstehen gerade Blumen für kleine Kommunionsgeschenke. Jetzt habe ich da ein paar Perlen draufgenommen als Abstandshalter und wickle den Kordeldraht immer außen rum. Und so entsteht ein Blättchen, natürlich mit dem richtigen Abstand. Und wenn ich zum Beispiel dann 5 Blätter zusammennehme, dann kriege ich eine große Blüte. Wenn ich kleinere Blätter mache, nachher eine kleinere Blüte. So wie Rita Fink alte Traditionen pflegt, so ist auch ihre Einstellung zu den Geschenken zur ersten Heiligen Kommunion. Denn mittlerweile steht oft nicht mehr das Ereignis selbst, sondern vielmehr materielle Dinge im Vordergrund. Aber für die Künstlerin, die selbst tief im katholischen Glauben verwurzelt ist, ist die Kommunion noch viel mehr als das. Kinder wachsen ja in dir von außen von der Gesellschaft schon so auf, dass einfach an der Kommunion, da gibt es ein Geld und da kaufe ich ein Handy und ein Fahrrad und dann habe ich das. Und in 2 Jahren ist nichts mehr da. Und der Sinn von der Kommunion ist ja eigentlich, dass man also die Kinder zu uns in die Gemeinschaft aufnimmt und wirklich dann auch an den Herrgott nachführt. Dass er bewusst Ja sagt zum Herrgott. Und dann soll einfach auch was bleiben. Und dann habe ich doch auch Dinge, wo ich sage, guck, das Jesu-Kindle. Also in dem Alter sind sie einfach nur empfindlich für ein Kreuz, für ein Jesu-Kindle. Und das begleitet sie ein Leben lang. Eine kleine Freude, die im besten Fall aber ein Leben lang an einen der wichtigsten Tage im Leben eines Christen erinnert. Und zwar an die Aufnahme in die Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus und die Gemeinschaft der Gläubigen untereinander. Kurz an die erste heilige Kommunion.